Wow. Das hier sieht so aus, als ob... Da seid ihr ja endlich. Was ist passiert? Ich war an einem sonderbaren Ort, den Hallen des Vergessens. Dort habe ich erfahren, dass euer Amulett womöglich ein Teil des Sternenschreins ist. Einem sagenumwobenen Artefakt. Habe ich das erfahren? Es sollte euch also wahrhaftig Schutz bieten. Auch musste ich erst einen Weg zu euch finden. Verzeiht, mein Hochkönig. Ja, spielen wir einfach mal mit. Und jetzt seid ihr ja hier. Macht euch bereit, den Feind so lange in Schach zu halten, bis der Obelisk des Pyr bereit ist. Wir können auf diese wichtige Verteidigungsanlage nicht verzichten. Wir brauchen mehrere Kristallsphären, um die Kräfte des Obelisken zu entfesseln. Durchsucht die besiegten Feinde nach ihnen. Als ich auf dem Schlachtfeld eintraf, sah ich, wie diese Bestien einige davon an sich nahmen. Bei Fix, ein Hexer in den allerwertesten vielleicht wieder Ob das so eine gute Idee ist, oder wirklich eine Art Fluch ist, wir sollten... Es fängt an, meine Freunde. Heute ist der Tag, an dem die namenlose Horde zurückgeschlagen werden wird. Für Tishiana! Ja, okay. Ich sollte erst mal den Hordenanführer loswerden, der die Anführer-Aura hat. War ihr! Ja. So. Angriff! So. Und es sind auch wenigstens mal wieder Gegner, denen ich so Schaden zufügen kann. Oh, und ich erhalte sofort die Kristallsphären. So, du hast keine Anführer-Aura mehr. Das heißt, du bist zum Sterben verurteilt. Guano, du kannst mal... dem soll Hochelfen helfen. Kommen schon wieder Minen runter. Nein, da ist nur noch ein Schütze. Ein einfacher Verband und Sehnen. Okay. Sie weiter aufhalten. Der Obelisk ist noch nicht bereit. Doch wir haben bereits eine der Kristallsphären für den Obelisk. Ja, eine. Dann sollten wir weitere Kristallsphären sammeln, bis der Obelisk bereit ist. Ein guter Plan. Je mehr Kristallsphären, desto besser. Denn wir können mit jedem Kristall nur eine der Kräfte des Obelisken entfesseln. Wir sollten also weise werden. Macht euch bereit, die nächste Angriffswelle nach. Ich kann den Obelisk aktivieren. Feuerangriffskraft. Erz, Nachschubweg für Ogre und Anführer abschneiden. Ich will die anderen ansehen. Rüstungsschwächen. Eisige Blitze auf Kassak schleudern. Heilaura für die Heldentruppe. Eingeschlossene Truppen befreien. Ich würde mal sagen, die Nachschubwege erstmal abschließen. Noch ist nicht der richtige Zeitpunkt. Wartet mit den Kristallsphären auf meinen Befehl. Okay. Ich brauche erstmal Übersicht. Du da musst weg, du behinderst Feiris. Wen haust du? Du haust auf den, der fast tot ist. Dann machen wir das so. Du machst einen gezielten Stich und blutest. Feiris sollte sich mal selber heilen. So, das ist ein Hordenschütze. Da kommt ein Horden-Oger und ein Anführer. Horden-Anführer. Was? Feiris auf den Hordenanführer, den Hordenschützen. Okay, den überlassen wir mal dir. Und auf den Hordenanführer losgehen. Ähm,
Wird gerade irgendwer zu sehr bedrängt? Ja, Quano. Hi, du mal Quano. Und du guck endlich, dass dein Kugelblitz mal in die Gänge kommt. So, jetzt auf den Oger. Ne, erstmal das Kleinvieh rundherum. Feiris, ja. Halt nochmal Quano. Na? Quano wirft nochmal Sternenstaub auf den. Ich sollte mal vor dem Oger weg. Vorgrim haut den letzten Krieger um. Und es ist noch der Oger übrig. Ja. Nee, ein Schütze. Naja gut, Quano kann sich um den Schützen kümmern. Was? Feiris? Nicht so toll. Komm, komm. Geh weg von mir. Ei. So. Ja. Hau ordentlich auf den Oger drauf. Vielleicht haben wir Glück und er hat noch eine zweite Sphäre dabei. 6 Stück können wir insgesamt einsetzen. Also wir sollten auf jeden Fall den Nachschub an Ogern und Anführern erst einmal ausschalten und dann die Regeneration für die Gruppe einschalten. Dann ihre Rüstung schwächen. Und so weiter. Sobald wir es denn dürfen. Ah, die können alleine kurz mit dem Oger knutschen. Ich guck mal, was ich hier so alles einheimsen kann. Du benutzt mal einen Schleifstein. Das wird auch mal wieder Zeit. Was steht hier? Bezwinge die restlichen Angreifer, halte das Löwentor. Ah ja, und wir haben die Hallen des Vergessens und das Schicksal des Hofkönigs abgeschlossen. Was auch immer in meiner Abwesenheit mit Filiason geschah, erhält sie nun für den Hochkönig Fenvarian der Hochelfen. Für den Moment ist wohl das Beste mitzuspielen und ihm bei der Verteidigung des Löwentors zur Seite zu stehen. Immerhin wird durch jeden Angriff nicht nur das Leben der Prinzessin bedroht, sondern das aller in der Stadt Schutzsuchenden. Wenn stimmt, was Hochkönig Fenvarian sagte, wird Kasak, der Anführer der Benagerungsarmee des Namenlosen, im Sturm auf das Tor mitkämpfen. Ich hoffe, dass der magische Stein aus der Maske Mythianas wahrhaftig schützende Kräfte in sich birgt. Gut, der Oger trifft uns zum Glück nicht so sehr, so oft. Ich mach mal einen Quick Save. Dass ich das nicht alles nochmal machen muss. Wir sind nämlich nur noch, Was haben Hordenanführer denn bei sich? Oh, Goldmünzen. Ja. Und da kommt ein Hordemutant. Ein Hordemutant, das ist nicht ganz so schlimm wie der Hordeanführer, der hinter ihm kommt. Hordenkrieger, Hordeanführer, alle auf den Anführer. Du versuch ihn mal umzubolzen, du da. Das könnte nämlich jetzt schmerzhaft werden, wenn wir nicht aufpassen. Okay, er hat schon mal 2 Wunden, aber jetzt hat es Quano schon erwischt. Sanyasa. Gut, dass ich vorher ein Quicksave gemacht habe. Äh,
Feieris. Mich heilen, bitte. Ei? Den kann ich leider nicht steuern. Nein, du erst auf den Hordekrieger. Du auf den Hordekrieger vor mir. Okay, ich bin auch down. Das dürfte also, glaube ich, jetzt nicht mehr zu schaffen sein. Wir haben nämlich immerhin noch 4 Hordekrieger. Okay. Laden wir mal das Schnellspeichern. Das ist ja jetzt schon fast wie ein ausgewachsener Krieg. Das sind keine kleinen Gefechte mehr. Okay. Ich glaube, wir versammeln die Truppe ein Stück weit weg von den Obelisken. So, und warten, dass das erste Viehzeug hier rauskommt. Da kommt schon mal der Horde-Mutant. Ah, ich will den Horde-Mutanten auswählen, danke. So, okay. Alle auf den Horde-Anführer. Kugelblitz. Sternenwurf. Gezielter Schuss. Wuchtschläge. So, schnell weg mit dem Horde-Anführer. So, okay. Der Horde-Mutant ist, glaube ich, mit Filiason beschäftigt. Also du auf den. Du wirf mal Sternenstaub. Und ich werde ich gerade bedrängt. Ja, werde ich. Von 2 Stück. Das ist nicht so schön. Deswegen gleich mal Heilung. Du trink ein. So, du hast einen getrunken. Sternstaub auf dem vor dir. Du wirf bitte noch einen Kugelblitz. Frogburn, guck, dass du den da schnell los wirst. Du heil Kuano. Du renn mal weg. Kuano, greif mal den an, der mich verfolgt. Du lauf mal weiter weg. Und jetzt Kugelblitz den da. Okay, es wird langsam, glaube ich. Aua, das war Vorgrim. Feieris heil Vorgrim. Ich habe ich sowas wie eigentlich Heiltränke irgendwas verpackt. Ja. Trink ein Einbeersaft, bitte. So, und jetzt ein Scharfschuss auf den da. Was? Feieris, ich habe gesagt, heil Vorgrim, bitte. Gut. Vorgrim ist geheilt. Und wir haben noch den einen Hordenschützen hier übrig. Wie viele Sphären haben wir jetzt schon? 3. Also, wenn ich wirklich 6 Sphären haben kann, dann wäre das übel. Es scheint, als hätten wir einen Moment, bis der Feind sich neu formiert. Wir sollten keine Zeit verlieren. Bereitet euch auf einen weiteren Schlag des Feindes vor. Ja, machen wir klar. Es befindet sich noch etwas zwischen den Trümmern und den Freunden, was uns im Kampf nützen könnte. Doch beeilt euch, viel Zeit werden sie uns nicht lassen. Ja, Filiason ist aus der Gruppe wieder draußen. Okay. Was ist hier?
Parfüm. Parfüm brauchen wir nicht unbedingt. Ja. Kann Kuano aber haben, auch wenn er schon 6 Stück hat. So oft brauchen wir keinen Charisma-Bonus.